Moin moin und hallo, mein Name ist Hoover und ich begrüße euch recht herzlich zum ersten Teil von 19 Rus Siberia, einem Mudrunner Let's Play. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich das in den folgenden Folgen, die noch kommen, genauso leicht von den Lippen bekomme. Ich habe mich nämlich dieses Mal für diesen Level hier entschieden. 19 Rus Siberia. Der Autor der Karte ist wohl 19 Rus oder 19 Rus. Und der setzt sein Kürzel vor alle Karten und es gibt noch eine andere Siberia-Karte und deswegen werde ich jetzt einfach bei der 19 Rus Siberia-Bezeichnung bleiben. Ja, diese Karte beinhaltet das Ressourcensammeln, das heißt, hier steht es nochmal, Baumstämme können an Sammelorten gefunden werden, automatisches Beladen nicht verfügbar. Bedeutet keine Stammausgaben, sondern man muss diese Sammelpunkte finden und gucken, ob da was ist oder nicht. Und wenn man einen dieser Sammelpunkte dann die Ressourcen dort verlädt, dann wird wieder zufällig irgendein anderer Ressourcensammelplatz mit Ressourcen ausgestattet. Finde ich eigentlich ganz gut, weil man dadurch nicht jedes Mal die gleichen Wege zurücklegen muss oder nur eine Stammausgabe hat und dann wird das irgendwann so ein bisschen ermüdend. Ich habe mich jetzt hier entschieden für einige Fahrzeuge, beziehungsweise der Autor 19 Rus. Ich starte mal, während ich spreche, die Map hat empfohlen oder hat gesagt, die Karte ist jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll und er hat einige Trucks auf der Karte platziert, die alle keinen Allradantrieb haben. Und ich habe es ihm jetzt mal gleich getan und habe hier drei Trucks mitgenommen, die auch alle nur einen Hinterradantrieb haben. Das ist einerseits hier der MAZ-200B. Das ist hier der KAMAZ-55-102. Und das ist der MAZ-509A. Außerdem als Scout mitgenommen habe ich den UAZ-2206. Ihr seht schon, nur Mods, nur gemoddete Fahrzeuge. Ja, hatte ich jetzt mal Lust zu, habe ja sonst eigentlich immer mit den Originalfahrzeugen gespielt und jetzt war es mal an der Zeit, mal ein paar gemoddete Fahrzeuge zu benutzen. Ja, diesen Scout, den finde ich ganz niedlich. Wie gesagt, das ist jetzt das einzige Fahrzeug von den Vieren, was einen Allradantrieb hat. Aber gut, so ist das. Einen Scout mit nur mit Hinterradantrieb weiß ich gar nicht. Den B130 vielleicht, den ZIL-130, aber mit dem würde ich mir das hier nicht so gerne antun. Ja, wir schauen mal ganz kurz auf die Map. Es gibt auf dieser Map relativ nah an dem Startpunkt auch eine Werkstatt. Da befinden sich auch noch zwei Fahrzeuge, einmal das der MAZ-515B und der C-256, mal vielleicht ein bisschen weiter ranscrollen. Die sind auch beide nur, haben auch beide nur Hinterradantrieb. Und dann ist hier noch der A-3152. Ich glaube, das ist einfach der A-469 mit einem anderen Kühlergrill. Das ist einer der verifizierten Mods von Pavel, dem Erfinder und Programmierer dieses Spiels. Ich würde jetzt erstmal mit dem UAZ 2206, ich muss jetzt erstmal die ganzen Namen auf die Kette kriegen, erstmal hier in den östlichen Teil der Map fahren und hier mal den Ressourcensammelpunkt, den Beobachtungspunkt und so weiter freischalten und wenn möglich mich einmal so im Uhrzeigersinn um die Map bewegen und nach die Beobachtungspunkte freischalten. Vielleicht fahre ich zwischendurch mit einem der anderen drei Trucks mal zur Werkstatt, wenn man vielleicht schon irgendwie was machen möchte, machen kann, dann kann man vielleicht schon mal ein bisschen Abwechslung in die Sache reinbringen. Okay, genug geredet, wir fahren jetzt los mit dem 2206 und starten erstmal unsere Erkundungsmission. Erstmal hier rückwärts auf den Weg setzen und dann mal uns Richtung Osten begeben.
Ja, ich habe schon so ein bisschen in diese Karte reingeschaut, also gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die besonders anspruchsvoll ist, sondern das Anspruchsvolle kommt jetzt, glaube ich, dadurch, dass man eben keine allradgetriebenen Holzlieferungstrucks hat und dann eben gucken muss, dass man sich dann so zu behelfen weiß. So, mal gucken, wie das hier mit einem 1 Plus aussieht. Ja, Differential muss ich eigentlich so gut wie immer ausmachen, weil das hier doch relativ harter Untergrund ist. Und ja, den Bulli hier, ich nenne den jetzt einfach mal Bulli, der Einfachheit halber, den finde ich auf jeden Fall sehr gelungen. Der sieht witzig aus. Bin ich jetzt eigentlich korrekt gefahren? Ja. Kommt auch schön schnell in den Plus 1. Er neigt zum Kippen, aber mal gucken. Vielleicht geht ja der Kelch an mir erstmal vorbei. So, hier kann ich links oder rechts nochmal eben gucken. Beziehungsweise geradeaus scheint so eine Sammelstelle zu sein. Ich fahre da erstmal in diese Richtung hier. Ja, von innen sieht er auch ganz hübsch aus. Können wir gleich noch mal in Ruhe raufgucken. Aha, hier ist der Sammelort. Und hier gibt es keine Baumstämme zu beladen. Gucken wir nochmal auf die Map. Ich glaube hier, das ist hier eine Sackgasse. Also fahren wir nochmal zurück zu der Gabelung. Aber wir können nochmal ganz kurz reingucken. Ja, sieht alles ganz nett aus. Gut gemacht. Die Hände sind auch am Lenker. So. Differential können wir hier im Modder ruhig anmachen. Hat natürlich einen schönen engen Wendekreis. So, auf dieser Map muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich mir nicht mit dem Differential den Motor zersäge. So, und dann hier hoch. Er ist immer doof. Mit dem Differential kommt gleich die Meldung und ohne Differential schwimmt er doch dann ganz schön. Aber er fährt relativ schnell. Muss ich eben noch mal gucken, wo müssen wir denn hier jetzt überhaupt lang? Wo ist denn der Weg? Ach, der Schnee ist der Weg. Ja, mit dem Schnee, das ist so eine Sache. Wie ihr wisst, habe ich ja hier auch immer diverse so ein Reshade-Kram und so drauf. Und der Schnee ist doch ziemlich hell. Und ich habe schon versucht, das irgendwie so einzustellen, dass das vielleicht eher so aussieht wie hier im Schatten. Aber es will mir partout nicht gelingen. Also, in Sibirien ist der Schnee einfach weißer als bei uns. Müssen wir mit leben. So, jetzt will ich aber doch noch mal auf die Map gucken. Beobachtungspunkt ist hier so anscheinend rechts von uns. Bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob man hier den Weg verlassen muss oder nicht. Oh, wir fahren aber, glaube ich, direkt drauf zu. Ich fahre erstmal noch mal ein Stückchen weiter. Müsste ja eigentlich quasi genau hier rechts neben mir sein. Da ist er doch. Also der scheint doch im Wald zu sein. Wie kommen wir da hin? Ich werde mal versuchen, hier vorsichtig reinzustechen. Das scheint jetzt nicht so der beste Platz dafür zu sein.
Fahren wir nochmal ein Stückchen zurück. Vielleicht hier irgendwo links rein. Gucken wir mal hier. Sieht doch schon ein bisschen besser aus. So. Nur nicht kippen, dass ich hier gleich am Anfang meinen Scout verliere. Sehr schön. So, können wir mal auf die Map gucken. Hier haben wir aber, glaube ich, jetzt erstmal nichts ausgefunden. Doch, der zweite Ressourcensammelplatz, der hat 4x Kurzholz. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt mal auf den Weg hier unten hin. Da bin ich mal gespannt, wie das dann, wie tief der Fluss ist. So, also wieder zurück. Differential nochmal rein. Ich werde gleich mal versuchen, hier so zu wenden, dass ich geradeaus fahren kann. Und jetzt muss ich zurück auf den Weg. Der ist wo? Ach, genau hinter mir. Das war jetzt natürlich nicht so schlau. Also dann nochmal zurück. Und ich glaube, hier vorne bin ich reingekommen, ne? Ups. So, hier müsste ich eigentlich wieder durchkommen. Da bin ich doch. Ups. Oh. Okay. Und wieder auf dem Schnee. Wunderbar. So, dann mal volle Kante weiter. Bisschen aus der On-Road mal fahren. Bleiben erstmal hier auf dem Schneeweg, der jetzt nicht mehr Schneeweg ist. Differential rein, hier wird's matschig. Wenn ich das richtig gesehen habe, müssen wir jetzt einfach immer diesem Weg folgen. Naja, nicht ganz. Moment. Okay. Hier vorne sollte ich gleich mal besser rechts fahren. Oder mich rechts halten. Ja, man muss ihn... Huch! Steht ein Baum mitten im Weg. Den kann der Lütte hier, glaube ich, nicht ummähen. Schon lange keiner mehr vorbeigekommen hier. Ungefähr 20 Jahre. Und hier hört der Weg auf. Aber ich glaube, wir müssen hier nur einmal kurz... durch. Da vorne ist gleich wieder der Weg. Vorsichtig mit Hölzern und Kippen. Das passiert schneller als einem lieb ist. Ja, 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 ja. Okay, das ist nochmal gut gegangen. Und sehr schön. So, bin ich jetzt noch richtig? Schau noch mal eben kurz. Jawohl, jetzt müssen wir eigentlich immer diesem Weg weiter folgen. Dann sollten wir hier unten zum Wasser kommen. Ich richte das Ganze noch mal nach Norden aus und scroll mal ein bisschen raus. Okay. Dann weiter. Ja, nicht so übermütig fahren. Ja, es ist ganz schön gemacht, dass hier ab und zu auch mal so ein bisschen Schlamm ist, aber
doch eigentlich meistens eher härterer Untergrund. Können hier nochmal ein bisschen den Blick und mal schweifen lassen. Sieht man da unten den Fluss? Ich glaube ja. Okay. Ich habe in letzter Zeit relativ viele Maps mal runtergeladen und mir die angeguckt. Und ich muss ja sagen, ich bin immer noch ein großer Freund von diesen Maps, wo gar nicht jetzt, was weiß ich, eine komplette Stadt nachgebildet ist oder so. Weil das bedeutet im Regelfall auch immer, dass der PC beziehungsweise das Mudrunner da so ressourcentechnisch relativ schnell an sein Ende kommt. Und deswegen ist es mir eigentlich immer ganz lieb, wenn das nicht, ja, es sieht toll aus und alles, und aber es hat keinen Mehrwert für das Spiel. Deswegen sind immer noch diese natürlich gestalteten Maps eigentlich immer meine Favoriten. Das merkt man dann meistens sowieso erst während des Spiels, ob das vernünftig designt ist, ob das Spaß macht und so weiter. Hier, guck mal, der kann sogar, ohne überhaupt in irgendeinem Gang zu sein, in den Plus 1 schalten. Das finde ich natürlich gar nicht so schlecht. So, jetzt muss ich hier natürlich mal ein bisschen aufpassen. Nochmal kurz Handbremse an. Bleibt er stehen oder rollt er ins Wasser? Er rollt ins Wasser. Wohin muss ich denn jetzt? Also ich glaube, hier am Rand geht kein Weg lang. Ich muss, glaube ich, hier rüber. Ganz schön heftige Strömung. Er hält, okay. Eben mal einmal gucken. Ja. Mit dem Scout ist das nicht so witzig hier. Naja, wir versuchen es mal. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kenne doch mich und Wasser. Insbesondere mit diesen kleinen. So, Differential brauchen wir auf jeden Fall. Handbremse lösen wir mal und dann lassen wir uns hier mal so vorsichtig reinrutschen. Vielleicht ein bisschen weiter hier links lang fahren. Oh Gott. Also die Strömung ist heftig. Na, wir versuchen es trotzdem. Denn allzu tief ist es, glaube ich, nicht. Es ist nur wahnsinnige Strömung. Naja, kippen wahrscheinlich gleich um. Ich lenke mal ein bisschen ein. Lenken, lenken, Gas geben. Ah, noch ist alles gut. Jetzt wird's schlecht. Ich versuche mal, mich hier zu drehen. Komme ich irgendwie gegen diese Strömung an? Oder komme ich vielleicht zurück? Es geht gar nichts mehr. Vielleicht, wenn ich rückwärts fahre. Ich muss erstmal überlegen, wie ich einschlagen muss. Eigentlich so und dann rückwärts. Versuchen wir es mal. Ja, da geht was. Sensationell, rückwärts durch den Fluss. Okay, 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 okay. Ich fasse es nicht. Da hätte ich jetzt nicht mehr mit gerechnet, dass ich den noch rette. Puh, erstmal durchschnaufen. Okay. So war es nicht geplant. Aber es hat geklappt. So, jetzt möchte ich ja eigentlich erstmal hier hinten in die Ecke zu dem Beobachtungspunkt. Das heißt, wir fahren... hier sieht man auch nochmal schön, wo ich im Fluss lang gefahren bin. Sehr gut. Ja, Glück gehabt, dass es hier nicht allzu tief war. Bisschen Schaden habe ich auch genommen. 26 von 300. Alles nicht so wild. Gut. Schwein gehabt. Also mit einem anderen Truck sollte man da hier keine Probleme haben, weil besonders tief ist es nicht, aber der ist natürlich so klein, dass der durch die heftige Strömung hier schon Probleme kriegt. Okay.
erste Schrecksekunde überstanden. Ups. Komm, komm, komm. Ab und zu Differential rein, damit ich wieder den Grip kriege. Gleich wieder ausmachen. An den Steigungen lohnt sich das eigentlich immer schon, das Differential kurz reinzuhauen. Das sieht doch so aus, als müsste ich nochmal durch Wasser fahren. So, nochmal gucken, wo wir sind. Jawohl. Also, ich muss anscheinend zum Beobachtungspunkt darüber. Ich würde jetzt mal sagen, hier ist die Strömung nicht ganz so heftig. Allerdings sehe ich hier überhaupt nicht, wie tief das ist. Das ist schlecht. Also, mal vortasten hier. Rechts scheint es ganz seicht zu sein. Und den Boden kann man hier überall erkennen anscheinend. Wir gucken mal. Ich fahre auf jeden Fall mal noch ein Stückchen weiter hier. Ich muss ja da drüben hin. Da gucken so ein paar Steine raus da vorne. Würde ich vielleicht sagen... Ich versuche mein Glück jetzt hier. Oh, die Strömung sieht aber doch wieder ziemlich schnell aus. Naja, sonst muss ich wieder mit meinem Rückwärtstrick ran. Ich versuche erstmal so ein bisschen hier nach in Richtung rechts zu fahren. Und jetzt drehe ich mich mal ein bisschen nach links. Na, das ist ja überhaupt nicht tief. Klappt doch wunderbar. Okay. Ja, also es gibt nichts, wobei ich angespannter bin, als mit so einem kleinen Truck oder so einem kleinen Scout irgendwie durch Wasser zu fahren. Ach, guck mal, da ist die Fahne und da sind auch... Da ist ein Trecker und ein K700, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Hier noch irgendwas? Was ist das da hinten? Ein Zelt. Campingplatz. Okay. Gut. Die können wir uns mal angucken. Einmal der MTZ 82. Mit so einem vorderen Lader. 48 von 200 Litern. 100 Schaden. Okay. Und der K700. Auch sehr wenig Kraftstoff. Und 200 Schaden. Also aus eigener Kraft kommen die beide nicht so weit. Das heißt, hier muss ich auf jeden Fall mit Benzin und ein bisschen Reparaturpunkten nochmal vorbeischauen. Aber dann sicherlich nicht mit dem Bulli. Gut, ist hier noch irgendwas? Nein. Okay, das heißt, jetzt können wir eigentlich wieder zurück, beziehungsweise nicht ganz zurück, sondern auch wieder da, wo wir eben nur übergesetzt haben, aber dann den nördlichen der beiden Wege wieder nehmen. Also, wechseln wir mal wieder auf den U2206. So, zu euch kommen wir später. Licht kann ich schon mal anmachen. Es ist 20 Uhr, wird es gleich dunkel werden. Ich habe jetzt auch nochmal die Nacht mal wieder ein bisschen dunkler gemacht. Aber ich glaube nicht so dunkel, dass man gar nichts mehr erkennen kann. Okay, faszinierend ist immer, dass man die Sonne hier im Wasser sieht, aber nicht am Himmel. Gut. So, dann, wir müssen da vorne in den Weg rein. Also, dann tasten wir uns erstmal so weit, das geht, hier links rüber. Und dann mache ich das so wie eben, dass ich erstmal ein Stückchen gegen die Strömung fahre, mit Differential. Und dann
mit der Strömung einschlage. Okay. Ein bisschen steinig hier alles. Kippt der auch gerne mal hier, der Kleine. So. Das hätten wir auch geschafft. Gut, dann kann es weitergehen. So, hier wird es wieder trocken und hart. Differential raus. Wollen wir nochmal in die First Person wechseln. Und ein bisschen diesem Weg hier folgen. Bevor ich dann gleich nochmal auf die Map schaue, um mir einen Überblick zu verschaffen, wo wir sind bzw. hin müssen. Bislang sehe ich auf jeden Fall noch keinen Abzweig. So lang können wir uns erstmal hier ein bisschen vorwärts bewegen. So, Differential nochmal rein. Hier wird es ziemlich matschig. So, und jetzt gucke ich nochmal auf die Map. Ah, okay, wir sind fast schon am nächsten Ressourcensammelpunkt. Dann fahren wir einfach mal ein Stückchen weiter. Kann ich ruhig Differential wieder reinnehmen? Wird es gerade ziemlich schlammig. Ach, guck mal. Soll das der Mond sein? Das habe ich ja in meinen bisherigen Spielen irgendwie noch gar nicht gesehen. Könnte natürlich auch an den Nachteinstellungen liegen, die ich verändert habe. Ah, da vorne ist der Ressourcensammelpunkt. Dann fahren wir nochmal hin. Vorne ist eine Blockstelle. Hier gibt es keine Baumstämme einzusammeln. Gut. So, der nächste Beobachtungspunkt, der liegt in die Richtung. Versuchen wir mal, den noch zu holen. Beziehungsweise, wir haben jetzt fast eine halbe Stunde auf dem Tacho. Und noch keine größeren Probleme gehabt bislang, außer eine relativ spannende Situation am Fluss. Ich würde jetzt mal sagen, für die erste Folge haben wir heute genug erreicht und immerhin schon doch einiges freigeschaltet. 1, 2 Beobachtungspunkte. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Scouten der Map. Und ich denke, vielleicht schaffen wir es sogar auch in der nächsten Folge mal die Werkstatt aufzusuchen. Denn die ist, na, hier. Muss natürlich noch freigeschaltet werden, wie immer. Das heißt, hier müssten auch irgendwo noch Werkstattpunkte auf der Map versteckt sein. Jo! Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dieser Folge. Die Map gefällt mir außerordentlich gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und wünsche euch bis dahin alles Gute und sage Tschüss.